Wir schauen vom höchsten Punkt von Angel Islands und sehen auf dem Red Beach herunter, wo wir gleich auf Tuchfühlung mit der Unterwasserwelt gehen. Nein, nein, es ist keine Plastiktüte, es ist eine Qualle. Dieser junge schwarze Krokodilsfisch hat auch Seltenheitswert. Noch einmal können wir das Treiben einer jungen Harlekin-Süßlippe beobachten. Folgend sehen wir mehrere Arten von Anemonenfischen. Zum Abschluss des Schnorchelgangs sehen wir noch ein paar Schnepfen-Messerfische,
die sich kopfüber fortbewegen.